Willkommen zurück, Freunde, hier beim Medal of Honor Allied Assault. Wir sind wieder da. Ich bin immer noch ein bisschen durch den Wind. Gestern auf der Brücke war mal wieder richtig anstrengend, aber wir haben den Tiger Tank am Leben gehalten und sind jetzt in der nächsten Mission. Wurden wir gestern schon geteasert. Mission 6, die Rückkehr nach Schmerzen. Schmerzen hatten wir. Mal gucken, was uns erzählt wird. Besser ist. Letzten November hat einer unserer Agenten, Lieutenant James Patterson, eine geheime Senfgasfabrik auf der Feste Schmerzen an der Siegfriedlinie zerstört. Unglücklicherweise gibt es nun Anzeichen, dass der Kommandeur der Festung, ein gewisser Oberst Müller, Schmerzen irgendwie reaktiviert hat. Dem OSS liegen Berichte vor, wonach Kriegsgefangene mit mehreren Zügen zur Festung transportiert worden sind. Möglicherweise ist Schmerzen nur eine Zwischenstation für Kriegsgefangene, die nach Osten deportiert werden. Aber ich fürchte, Müller hat ganz andere Pläne. Sie haben Befehl, die Festung zu zerstören. Wir stellen daher im Moment einen Stoßtrupp mit Rangern aus ihrer alten Einheit zusammen. Ihre Männer haben genug Sprengstoff, um Schmerzen ein für allemal von der Landkarte zu tilgen. Geil. So, da werden uns wieder Bilder gezeigt und wir können mal ein bisschen quatschen. Mal gucken, wie lange. Nö, wir dürfen quatschen, sehr gut. Unsere alte Truppe, das heißt, sie haben Jack wiederbelebt. Wir haben Tick, Trick und Track wieder dabei. Wir haben Jürgen am Start. Wir haben... Wen hatten wir denn noch? Das weiß ich gar nicht. Wir hatten auf jeden Fall noch einen. Wir hatten noch mal Mike dabei. Dann hatten wir Chantal natürlich. Ich bin gespannt. Die alle machen richtig Party da jetzt in Schmerzen. Lieutenant und viel Glück. Glück brauchen wir immer. Ohne Glück geht gar nichts. In Schmerzen. Ich wusste nicht, dass es ein Ort ist. Find and Destroy die 20mm Flaks. Zwei davon gibt es. Und die sind schon... Ich höre doch Hunde. Nee, bitte nicht. Oh, nee, bitte nicht. Ich weiß gar nicht, wohin. Okay, wir laufen hier einfach... Erstmal nach den Waffen gucken. Eine Thompson, eine Sniper. Okay. Wir fangen mal hiermit an. Jetzt kommen sie von rechts, gerade kamen sie von hier. Ich bin jetzt eigentlich in Richtung der Hunde gelaufen. Da weiß ich zumindest, irgendetwas ist dort. Okay, es ist nur ein Baum und ein Stein. Scheiße. Jetzt kommt's von links. Ich glaube, das kommt immer von irgendwo. Okay, jetzt schon mal Ende. Ja, aber geil hier mal durch den Schnee tapsen. Wer? Wo? Und was haben die schon wieder für ein Maschinengewehr? Ich habe gar keinen gesehen. Da! Alter! Ich hab dir nichts getan. Sag mal, was ist denn los hier? Was ist denn dein Problem? Ich wollte den als Gefangene nehmen. Aber er wollte immer wieder aufstehen. Ja, geil. Ich schleiche hier und bin silenced mit der Pistole. Und trotzdem, die übernehme ich einfach weg. Hunde, Hunde, Hunde. Auf die habe ich echt gar keine Lust. Vor allem, oh Mann, hier 68 Leben, weißt du, gerade erst angefangen. Viermal angeschossen von so einem Typen, der sich da hinterm Baum versteckt. Ich will nicht sterben. Das kann ich euch nicht antun. Wir müssen mal wieder eine Mission schaffen, von Anfang an, ohne dass ich sterbe. Das wäre mein Ziel jetzt und ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Also werde ich das jetzt probieren. Und ich glaube, man kann auch ganz gut erkennen, welche Mission ich irgendwann schon mal gespielt habe. Ich dachte, da rennt irgendwie ein Hund hinter mir. Weil die erste Mission habe ich anscheinend öfter mal so gespielt, die ersten paar. Weil die kamen dann noch... Wo? Wer? Warum? Ich höre doch auf, was rennt hier? Wer? Wo? Wann? Wohin? Uah!
Einmal der 5 Leute oder was? What the heck? Also rechts rum war aber auch nichts außer bescheuerte Leute. Wir gehen links rum. Oh, wie kommen wir auf einmal so schnell vor? Scheiße. Habe ich rechts rum gesagt oder links rum? Wo ist denn die fucking Pistole? Geil, ich da stehe, erstmal alle Waffen durchscrolle, mitten neben ihm stehe. Er merkt das nicht. Oh, ich glaube tatsächlich so am Rand langschleichen ist ja schön und gut, aber die sehen halt einfach trotzdem, wa? Ich meine, die schießen da mit ihren Maschinen. What? Falsche Waffe, hier, 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 Thompson. Okay. Weg, 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 weg. Lass mir in Ruhe, lass mir in Ruhe. Weg, 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 weg. Okay. Kann sein, dass wir einmal im Kreis sind und von der anderen Seite hier ankamen gerade. Scheiße. Okay, Muni brauchen wir eigentlich nicht. Ich lass es mal drauf ankommen und lauf hier noch ein Stück. Einfach nur, um das zu confirmen oder das Gegenteil davon. Geht's hier oben lang? Das ist doch ein Stand-MG. Wer? Wohin? Sehe ich einen? Okay, das scheint mehrere soweit Dinger zu geben. Lass mal in Ruhe. Okay, hier haben wir einen Stand im G. Können also Leute... Ich denke immer, das sind Panzer. Weil es sind... Wo geht's denn lang? Warum habe ich kein Leben mehr? Hier war ich noch nicht, oder? Nee. Der juckt die Nase. Ja, irgendwo müssen hier ja noch Hunde sein. Dies machen die nicht umsonst, sowas. Ich renne gerade ein bisschen unvorsichtig hier durch den Wald, wa? Ah, das hat übrigens schon wieder nicht geklappt. Ich bin ja gestorben. Scheiße. Ja, verdammte Axt, wo renne ich denn hier hin? Aber irgendwie ist es doch logisch, dass man so am Landrand nennt. Ja. Darf ich nicht lang. Okay, okay. Psst. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob er mich hört, wenn ich so flüster. Das ist schon echt mega geflüstert. Keine Ahnung, deswegen weiß ich nicht, ob man es hört. Hör ich lieber damit auf. Für alle, die es nicht kennen, ich habe geflüstert. Sowas mache ich manchmal. Ich weiß, man soll es nicht tun. Ich bin fast in Reichweite. Aber auch nur fast. Ich schieß trotzdem schon mal drauf und treffe ihn. Geil, wie der einfach weiter gucken kann als ich mit dem scheiß Ding. Okay, da haben wir schon mal einen Bunker gefunden. Das finde ich sehr lobenswert. 37 Leben. So, alles mal nachladen. Man weiß ja nie. So, immer 3, 4, 5 oder 6 mal gucken, ob man... Das kann doch gar nicht sein. Da ist keiner. Da. Okay, okay. Waffe wechseln. Rein. Ich probiere das immer. Komme ich da gar nicht rein? Kann das MG auch nicht benutzen. Okay. Aber ich hoffe, da ist noch keiner mehr drin. Kann ich es benutzen? So rum? Nee. Es gibt tatsächlich so einen Bug. Wenn man nah genug ans MG rankommt und man guckt nach oben und drückt dann benutzen, dann kommt man auf der anderen Seite raus. Dann kann man sich durch Wände durch. Alter, das hört sich immer an wie ein Hund, der auf einmal losrennt. Okay, okay, okay. Ich habe ihn gesehen. Ab gegen den Baum. Wer ist denn der andere, der hier schießt? Okay, er da. Er schießt
zwischen den Bäumen durch, ja? Das ist ein krasser Typ. Okay. Also noch so ein paar von diesen Posten kann ich tatsächlich finden, ohne dass ich sterbe. Ich krieg immer einen Hit, merk dann, da sind... Jetzt kann ich wieder mehr. Endlich mal ein Medipack. Ich habe auch gar keine Ahnung, ob die Medipacks eigentlich random droppen oder nicht. Oder ob das gescriptet ist, dass Gear-Typ immer ein Medipack 25 Leben fallen lässt. Würde mich mal interessieren. Das ist sonst ziemlich... Ja, Jungs, was macht ihr so? Ich bin fast in Reichweite, der kann mich sehen. Okay, nachladen. Oh, ist aber auch ungemütlich hier mit so vielen Deutschen. Ey, die zwei Flakgeschütze. Wir rennen hier schon wieder 10 fucking Minuten rum und haben noch nicht eins gesehen. Ja, lass mich in Ruhe. Mit dir will doch gar keiner spielen. Alter. Dieses Geräusch, ja. Ich guck mich jedes Mal wieder um. So, Jungs. Probieren wir es hier nochmal. Geht nicht. Sollen wir aber auch nicht rein. So, ich laufe jetzt einfach mal hier den Weg entlang. Weil ich glaube, dass es vielleicht weit... Hier ist das Ende der Mission. Der Rest ist anscheinend innerhalb dieses tollen Quadrates, in dem wir hier uns befinden. Und jetzt würde ich fast behaupten, ich bin schon fast einmal außenrum. Also, als wir am Anfang gestorben sind und in die andere Richtung gelaufen sind, insgesamt müssen wir dann jetzt fast einmal rum sein. Deswegen muss ich mich anscheinend in die Mitte begeben. Da, wo die Hunde bellen. Und da, wo man... Nicht springen, ich wollte mich ducken. Obwohl ich jetzt sowieso abgeballert, ob ich mich hier lang schleiche oder nicht, ist doch alles scheißegal. Ich will keinen Sound machen. Boah, aber ist auch mal eine Abwechslung. Nach der Panzermission schon wieder gerade Rambo durch alles durch. Jetzt hier schleichen und keinen einzigen Ton machen. Wo sind wir denn jetzt? In die Richtung bin ich doch noch gar nicht gelaufen. Scheiße. Oder doch? Bin doch von hier nicht gekommen. So schnell drehe ich mich doch auch nicht im Kreis. Fakt ist, keiner ist drin. So, zumindest der Rücken halbwegs frei. Es sei denn, da kommen gleich welche angerannt. Okay. Ich sehe einen Scheiß. Jetzt müsste ja irgendwo auf einer Lichtung sein, oder? Boah, nee, Leute. Jetzt habe ich hier gar keine Deckung mehr. Ey, die Flakgeschütze, halt die Klappe, Hund. Es wird lauter, habe ich das Gefühl. Hier am Rand sind doch Leute auf den Klippen gewesen. Aber warum denn nur in die eine Richtung, in die wir am Anfang gelaufen sind? Danach keine so einen Typen mehr gefunden. Ist das geil. Man wollte mich eigentlich verarschen hier, oder was? Hier ist ja gar nichts los. Wer? Wo? Lass mir in Ruhe. Rennen. Alter Finne! Und auch wie die... Ist unfassbar, wa? Da hauen die 5 Schüsse raus und alle 5 treffen, oder was? Du mich total verarschen. So, wir müssen da hoch und gucken, ob der ein Medipack gedroppt hat. Wow! Renn doch mal! Da war doch noch einer. Müssen wir erstmal abschießen. Ich habe keine Ahnung. Es ist, wenn ich jetzt sterben sollte, ich finde es hier doch nie wieder. Aber wir haben schon mal eins gefunden.
Geil. Okay, jetzt renne. Die werden doch gleich bestimmt angerannt kommen. Ist hier oben nicht der andere gestorben? Ja, hatte nichts dabei. Lass mir in Ruhe. Das erste Mal, dass hier einer nichts getroffen hat. Ich sehe doch gar nichts. Okay, ich glaube, hier bin ich das letzte Mal auch gestorben. Kann das sein? Zumindest sehr in der Nähe. Medipack, bitte. Keins. Okay. Keine Ahnung, ob das sehr in der Nähe ist. Ich sehe nichts. Guck mal, gucken, ob es hier funktioniert. Nee, funktioniert hier nicht. Keine Ahnung. Ich würde dir sagen, die haben es bestimmt gepatcht. Aber die haben jetzt seit 10 Jahren nichts gepatcht. Okay, also da ist Randgebiet, da waren wir schon. Scheiße. Okay, hier liegt hier noch einer. Ja, boah, komm schon, Medipack bitte. Das ist gar keiner. Sieht man schon so aus wie deren komischen Rock, den die da anhaben. Und ich langsam verliert es die Wirkung hier mit den Hundegeräuschen. Oh, und ich sitze schon wieder so krumm, weil ich so an dem Bildschirm genagelt bin, damit ich auch ja was erkennen kann. Wie lange sind wir denn schon drin? 16 Minuten. Noch habe ich Hoffnung, dass es ein Ende nimmt. Deswegen bleiben wir mal dran. Go. 30 Leben. Geil, wie ich, wenn ich gerade gucke, nichts sehe und so sehe ich was. Okay. Das sind eh wieder Leute, die mich jetzt schon sehen. Also kann ich auch den machen. Okay, ja, es gibt's auch nicht. Glaube ich auch. Es gibt keinen Ausweg, ich muss dich umlegen. Medipack ist sehr gut, noch eins. Geil, 100 Leben. Da hinten ist irgendwo die Ecke gewesen, aus der wir rauskommen. Ziemlich sicher. In Richtung des Rally Points. Ich glaube, es war... Was hier? Also ich glaube, in die Richtung war es. Mal gucken, wie gut ich mich erinnern kann. Okay, ich habe 100 Leben, jetzt kann ich auch echt wieder rennen. Hier sind wir losgegangen. Okay, und ich bin in die Richtung außen... Lass mir in Ruhe. Ich bin in die Richtung da außen rumgelaufen. Alter, sind die unfassbar, wa? Was die aimen. Der hat Medipack gedroppt, glaube ich, aber ich lasse das erstmal liegen. Das wäre einfach nur ein unnötiger Umweg. Ist hier ein Bunker? Wow. So ein abgeschnittener Stein, den will ich auch mal sehen, in echt. Jetzt nur noch raus hier. Es ist aber, man kann nicht meckern, das Spiel ist abwechslungsreich. Und man muss nochmal betonen, dass es 2001, meine ich, erschienen ist. Das ist eine ganze Weile her. Und es war damals definitiv ein Konkurrent von Call of Duty. Call of Duty 1 war auch nicht besser. Oder schlechter, waren beides gute Spiele. Irgendwann auf dem Weg hat man anscheinend vergessen, dass MOHA eigentlich oder Medal of Honor gut sein sollte. Das hat dann sowas wie Airborne rausgebracht und hat halt auch einfach Ewigkeiten lang viel zu viel für die Konsolen gemacht und nicht für den PC. Zero Pin Assault kam ja für die PlayStation damals nur. Und es einfach zu lange schleifen lassen. Ich meine, ich habe bis 2010 oder so noch aktiv im Clan Medal of Honor gespielt. Und das Spiel war da schon 9 Jahre alt. Was halt sehr schade ist. Dass man da nicht dran geblieben ist. Und dann kam ja eh die Zeit, in der Modern Warfare kam. Es kam ja seit dem Zeit. Bin ich nicht hier losgelaufen? Das kann doch gar nicht sein. Ich laufe jetzt hier links außen lang.
gucken. Hä? Die Klappe. Lass mir in Ruhe. Man, das kann doch gar nicht sein. Wie bin ich denn gelaufen, dass ich da jetzt wieder rauskam? Hier, den habe ich doch gerade umgenietet. Gerade eben, der liegt hier noch. Ja, also es kam, glaube ich, tatsächlich Zeit Call of Duty 5 World at War. Kein anständiger Ego-Shooter mehr, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Falls überhaupt einer kam, ich könnte mich jetzt an keinen erinnern. Aber wie gesagt, ich habe ja auch wieder mal das alles gar nicht mal so aktiv verfolgt. Weil ich bis 2010 noch Moha gespielt habe. In Ruhe. Ich bin mega verwirrt. Hier bin ich doch vorhin nicht langgelaufen. Hast du was dabei gehabt? Nö, nur Scheiße. Ich hatte doch vorhin auch mega so eine Panzer, also nee, so eine Bunker hier habe ich, genau. So, da haben wir schon mal einen. Das ist doch die richtige Ecke, oder? Ja, ist es. Okay. Komm schon. Jawohl, Hammer. Da können wir uns wieder gerade hinsetzen. Und es geht sofort weiter und wir stehen wieder in der Kälte. Pass auf. Lange genug heute durch die Kälte gerannt. Ist schon kalt. Ist noch viel zu tun heute. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Sehr lange wird das Let's Play wahrscheinlich nicht mehr dauern. Habe ich so im Gefühl. Irgendwann ist dann auch mal Schluss. Und die Ressourcen sind ausgeschöpft für das Spiel. Aber irgendwann gibt ja noch Erweiterungen für das Spiel. Werden wir bestimmt auch nochmal angucken. Bis morgen. Haut da rein. Tschüss.